Und wieder ein kleines Video von uns. Und zwar geht es heute um Playmobil City Life. Wir haben uns gedacht, wir müssen doch mal wieder einen Arzt besuchen. Und deswegen werde ich euch jetzt mal einen Zahnarzt vorstellen. Und im nächsten Video werde ich euch einen Augenarzt vorstellen. Mal gucken, was da alles so dabei ist. Und mal sehen, was man da für eine schöne Geschichte draus machen kann. Gut, also das hier sind die Teile, die schon mal mit dabei sind. Und hier ist das Wichtigste, der Stuhl. Den werden wir jetzt einfach mal zusammenbauen. Und zwar haben wir hier eine Vorrichtung für so manche Gerätschaft. Die wird hier hineingesteckt. Okay. Dann haben wir ein süßes kleines Waschbecken, richtig niedlich. Das wird hier hineingesteckt. Okay. Und noch etwas für gewisse Halterungen. Das wird hier dran gemacht. Okay, soweit so gut. Dann gibt es hier ein Tischlein, wo man gewisse Sachen draufstellen kann oder eben eingeben kann. Ob sich der Stuhl jetzt bewegen soll oder nicht oder wie auch immer. Und da haben wir hier diesen Aufkleber dafür. Und den kleben wir dann gleich mal da rein. Okay. Und an der Unterseite kommt der Aufkleber mit verschiedenen Gegenständen rein. Ob jetzt Spritzen, Schere oder gewisse Utensilien, die man so als Zahnarzt braucht. Diese kleben wir dann einfach hier hinein. So, okay. Gut, und dann tun wir den Tisch einfach hier an der Seite mit rein. Kann man gleich machen oder später. Ich mache es, glaube ich, später, denn vorab möchte ich erstmal den Stuhl noch montieren. Und zwar brauchen wir das untere Teil erstmal hier. Das wird hier reingesteckt. Ich muss mal schauen, was man... So. Okay. Richtig reinklicken. Dann kann man auch sehen, man kann dann das Unterteil gut bewegen. Sein Wippen. Und oben auf kommt der Rest vom Stuhl. So, den muss man hier festmachen. So, ich muss beides schon einklicken. Also man kann den Stuhl schön, so, ja, ich würde sagen, hinlegen. Das Kopfteil selbst kann nicht nochmal bewegt werden. Aber es reicht ja, wenn einfach der Oberkörper hin und her bewegt werden kann. Das ist super. Und noch dazu ein bisschen die Füße. So. Also da hat man schon einige Möglichkeiten. Sehr, sehr schön. Gut, dann brauchen wir noch ein bisschen was, um wirklich Zahnarzt spielen zu können. So, und da sind hier diese Geräte. Die sind echt klasse. Die sind so, die Leitung ist aus Gummi und ja, das ist auch gummiartig. Man sieht ja hier Sauger, dann Bohrer, würde ich mal sagen. Eben etwas zum Absaugen, etwas zum Bohren oder eventuell etwas zum Rausschwellen. Ich weiß es nicht. Aber zumindest so diese Standardgeräte, was so beim Zahnarzt mit dabei sind. Und zwar kann man die hier vorne festmachen. Muss nur schauen, dass man die Leitungen ein bisschen auseinanderhält, dass ein wenig Ordnung herrscht. Und dann kann man die hier reinstecken. 1, 2, 3. So in etwa. Leitungen kann man sich ja noch ein bisschen zurechtschieben. Jetzt für die Leitung extra hier unten eine Vorrichtung, wo man diese dann hineinstecken kann. Und zwar hier dieses kleine. Stecken wir hier hinein und die Kabel sind fest und man kann schön damit hantieren. Gut, das war schon mal das Wichtigste mitunter. Jetzt tun wir eben diesen Tisch mit dazu, wo wir die Aufkleber schon hingetan haben. Genau, den kann man da schön reintun. Dann gibt es hier noch ein Gestell, was wir zusammenbauen können. Besteht aus drei Teilen. So,
das lange hier, dann diesen kurzen Winkel und oben auf zum Reinstecken. Und zwar schauen wir es so seitlich, dass es so schräg ist, aber nicht wirklich bei mir halten möchte. Neuer Versuch. Dann muss es richtig fest rein drücken, dann geht's. Okay. Und darauf kann man zum Beispiel diesen Monitor befestigen. Es schaut, man denkt, der wäre kaputt, ganz ehrlich, diese Wölbungen. Aber ist es nicht, denn es ist so ein Röntgengerät, wo uns das Röntgenbild anzeigt einfach. Und das legt man dann da drauf, wo wir dann schön die Zähne sehen. Vielleicht soll es einfach etwas realistischer rüberkommen und deswegen diese Wölbungen. Das kann man auf jeden Fall da dran machen, wenn man möchte. Und was man noch dran machen kann, was auch sehr, sehr wichtig für einen Zahnarzt ist, ist natürlich die Lampe. Und zwar besteht sie hier aus diesem Teil und der Lampe hier selbst. So, und das steckt man einfach ineinander und macht sie dann hier oben fest. Dann kann man das Ganze, nochmal noch das Bild da dran, ebenfalls hier nebenan beim Stuhl mit reinführen. So ein bisschen reindrücken. Dann geht's. Ist nicht so einfach, wenn sich so kleine Teile gerne ein bisschen lösen. Also man sieht, man hat hier wirklich jede Menge, wie in Wirklichkeit eben auch. Man kann es ein bisschen hindrehen und eben, es quietscht ein bisschen, rauf und runter bewegen, wie es der Zahnarzt eben auch so in Wirklichkeit braucht. Das finde ich recht toll. Gut, dann lassen wir das quietschende Ding mal da stehen. Genau, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich eine Zahnärztin. Sehr süß. Handschuhe hat sie bereits an, der rosa Kittel ist genial und voll super eine Brille. Gut, das ist unsere Zahnärztin. Was bekommt sie noch? Einen Mundschutz. Der ist hier. Den tun wir noch mit drauf. Nicht so einfach. Tut es um den Hals herum und dann dreht man es einfach richtig rum. So, okay. Genau, das ist die Zahnärztin. Hier ist unser Patient, unser Opfer. Sehr toll, daran gedacht, den Mund aufzumachen und man sieht schön die Zähne. Und dieser gute Mann kriegt dann eine Schürze drüber. So, und den würde ich sagen, setzen wir gleich mal auf den Stuhl. Für die kleinen Patienten gibt es auch eine kleine Schürze. Gut, mit dabei ein Tägelchen, wo etwas drin sein kann. So, das würde ich sagen, stellen wir einfach hier dazu. Und noch eine grüne Flasche. Und zum Arbeiten braucht unser Ärzte natürlich auch noch einen Hocker. So, genau. Soweit, so gut. Was noch als so kleines Extra mit dabei ist, was wirklich, wirklich lieb ist, es ist eine Plastikschachtel, kleine Schatulle, geformt in Form eines Zahns und ist sehr, sehr süß. Man kann hier nochmal einen Aufkleber drauf tun, eventuell den Namen draufschreiben und seine kleinen süßen Zähne aufbewahren. Also wenn das Kind die ersten Zähne verliert oder nach und nach immer mehr, kann man hier die Zähne reintun. Das ist ein sehr süßer Gedanke, muss ich sagen. Ganz toll. Und was wir auch noch mit dabei haben, ein Aufkleber, und zwar zum Beispiel für das Tägelchen hier, dass da eben Wattestäbchen unter anderem mit dabei sind. Kann man drauf tun, muss man nicht. Ich lasse gewisse Aufkleber immer gern weg, weil kann man sich dann selber spontan entscheiden, nimmt man es, nimmt man nicht. So, aber so viel dazu, das ist das Set.
mit vielen kleinen Details. Also mir persönlich gefällt die Lampe super toll, dass man sie wenden und drehen kann, wie man möchte. Klasse, gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Arbeitsgeräte natürlich, super. Genau, dann die Zahnärztin, schaut auch sehr schick aus. Und was ich auch ganz klasse finde, ist, dass an die Kleinen gedacht ist. Es ist wirklich für groß und klein, man kann es für beides hernehmen. Man muss nicht schon wieder separat einen Zahnarzt kaufen, sondern kann wirklich, ob groß oder klein, hier hinsetzen. Gut, das war's dann von diesem Set, gefällt mir. Und ich denke, wir gehen dann demnächst zum Zahnarzt.